gerade, ich will nicht wieder zuerst ein Haul-Video und ein Aufgebraucht-Video hochladen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich zeige euch mal die Sachen, die ich aussortiert habe. Viel ist es nicht, was ich gerade da drin sehe, was mich eh wundert. Aber egal, ich zeige es euch mal. Und dann jetzt demnächst will ich sowieso die ganzen Nagellack. Ich bin nämlich gerade am Nagellack austesten. Ich meine, schaut beschissen aus, weil es schon ziemlich abgefuckt aussieht. Aber egal. Ich werde nämlich alle rausräumen und alle einmal lackieren. Und die, was gar nicht gehen, die verschenke ich einfach oder haue ich weg. Weil einen habe ich schon aussortiert, der ist schon da drin. Und ich weiß, viele ist es nicht. Und ich weiß, ihr wollt, dass ich euch mitnehme. Aber das ist zurzeit unmöglich. Unmöglich. Ich kann nicht jedes Mal die Kamera einschalten, weil ich die Nägel lackiere. Und ich sortiere ja langsam aus, weil ich die vorher auch ausprobieren will noch, ob es noch gehen oder nicht. Also zumindest einen, den ich ausprobiert habe, der ist sau alt ist, der funktioniert noch ohne Probleme. Deswegen werde ich mal alle aussortieren und die zeige ich euch dann in einem separaten Video, wenn ihr das unbedingt haben wollt. Das müsst ihr mir Bescheid sagen. Wenn nicht, gebe ich sie einfach in diese Ausmistkiste rein und das hat sich dann für mich erledigt, würde ich sagen. Ja. Es ist wirklich nicht viel. Es ist ganz, ganz wenig. Normalerweise habe ich mehr, ja. Ich habe hier zwei Lidschatten. Einen, der liegt da irgendwie lose drin rum, wie man hört. Uralte Lidschatten von P2. Einen gelben und einen blauen. Ich benutze sie einfach nicht und ich werde sie da liegen geben. Weil ich verwende sie einfach nicht. Die waren damals, habe ich mir die einbildet, mir die unbedingt zu kaufen und ich verwende sie ja eh nicht. Dann, die habe ich schon weggeschmissen, die Wimpern, weil die waren eine riesengroße Katastrophe. Waren das von Make-Up Factory. Ich habe jetzt halt nur die Verpackung aufgehoben, um euch die zu zeigen. Ich finde, die haben ein viel zu dünnes Wimpernbändchen. Ich habe versucht, an Silvester die aufzukleben. Ich hatte sie einmal drauf, aber da haben die am Auge nicht gut gehalten. Ich glaube, ich werde mir keine von Make-Up Factory mehr kaufen. Die sind ja aus Echthaar, aus Extensions gemacht worden, was ich so viel weiß. So viel ich weiß, so gehört das eher. Ich bin mir nicht mehr zu 100% sicher. Das ist halt extrem lang her, wo wir die vorgestellt bekommen haben und ich habe mir damals die eingebildet. Und das einzige Positive ist, die gibt es für verschiedene Augenformen. Und sie sind halt aus echten Haar, also so aus Extensions halt, was ich weiß. Ja. Aber ich bin nicht begeistert von denen. Weil das Problem war, dass der Kleber war viel zu schwer für die Wimpern. Zumindest fürs Wimpernbändchen bei mir. Dass das einfach runtergeronnen ist vom Wimpernbändchen. Versteht ihr, was ich meine? Das finde ich ein bisschen schade. Und da war auch, glaube ich, gar kein Kleber dabei. Wenn ich mich jetzt auch nicht irre. Bin ich mir aber jetzt auch nicht zu 100% sicher. Es ist halt extrem lang her, wo ich die weggeschmissen habe. Na Blödsinn, gar nicht so lang her. Silvester. Ich habe mich so aufgeregt über die, weil die einfach nicht am Auge halten wollten, weil eben der Kleber von dem Wimpernbändchen so runtergelaufen ist, weil das eben nicht hält. Vielleicht probiere ich noch welche, ich weiß es nicht. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich mir das nochmal antun will, weil ich finde die von Miss Lim bis jetzt am besten. Und von Primark habe ich so Aurora Wimpern, also von Dornröschen die Wimpern. Die finde ich auch gut, aber die fand ich echt zum Scheißen irgendwie. Keine Ahnung. Dann habe ich hier eine Fieberbläschen-Creme aussortiert. Keine Ahnung, warum die da drinnen ist. Ja. Ich kaufe mir die immer, die gibt es beim Müller. Ich finde, die hilft eigentlich ziemlich gut. Ich habe ja vor kurzem extrem ausgeschaut, deswegen kamen auch keine Videos. Also wie ich ausgeschaut habe, das will gar keiner wissen. So eine Lippe, überall Pickel. Also, dass es mir nicht gut geht, hat man mir sehr angesehen. Sagen wir es mal so. Aber okay. Mein Gott. Ich habe dann noch eine Mascara aussortiert, weil ich die unbedingt mal benutzen wollte. Und ich liebe diese Farbe. Aber die ist so geil. Aber ist austrocknet. Ich kann sie, also ich kriege die Farbe nicht auf die Wimpern drauf, weil sie leider sehr ausgetrocknet ist. Was ich extrem schade finde, muss ich sagen. Aber was soll ich machen? Ja, mach dich einfach selbstständig. Ist schon okay so. ja. So geht es mir auch mit den beiden Produkten leider. Das war eine orangene Mascara, die war von Catrice, die habe ich mir damals extrem, extrem eingebildet. Wollte sie an Halloween, glaube ich, tragen oder so. Oder irgendwann habe ich mich orange geschminkt und wollte sie benutzen und sie war ausgetrocknet natürlich. Deswegen hasse ich es, 100 Mascaras gleichzeitig offen zu haben. Ich habe jetzt nämlich gerade aktuell, ich finde die ist auch schon austrocknet. Ich habe die heute versucht zu verwenden. Das ist die von Clinique. Ich finde, die ist auch schon austrocknet. Ich meine, okay, da ist nicht viel drinnen. Wie viel ist da drinnen?
3,5 Milliliter, da ist jetzt nicht die Welt drinnen. Aber ich finde, die trocknen bei mir extrem schnell aus. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die trocknen bei mir extrem schnell aus. Vor kurzem habe ich wieder an den Eyeliner gedacht. Das ist der von Art Deco, da war mal aus so einer Weihnachtskollektion und ich habe mir den unbedingt einbildet, weil ich das liebe, wenn ich einen schwarzen Eyeliner habe und ich habe dann Glitzer drüber. Das Problem ist, der ist total ausgetrocknet. Und so kann ich ihn nicht mehr verwenden, logischerweise. Man kann das auch als Mascara-Dopper nehmen, deswegen ist er so auf der Seite, wenn ihr das seht, da. Ich hoffe, es fokussiert. Jo. Sieht man so Rillen drinnen. Das ist eher dann so als Mascara-Dopper gedacht, aber ich habe es meistens immer nur verwendet, um... man sieht es auch, wenn ich das drin rumschiebe, dass das total austrocknet ist. Seht ihr das? Also es ist total ausgetrocknet und ich finde das so furchtbar. So furchtbar. Also das ist ja echt heftig. Also jetzt sieht man es erst recht, wie ausgetrocknet das ist. Und ich finde das so schade. Es gibt ja von Sleek auch so einen glitzernden. Den habe ich gestern in der Hand gehabt, weil die auch austrocknet sind. Was ich auch schade finde. Ich hoffe, da kommen welche nach, weil dann würde ich mir den von Sleek nachkaufen. Weil ich will unbedingt so einen wieder haben. Ich trage das so gerne, so Augen-Make-up und dann so ein bisschen Glitzer nur auf dem Eyeliner. Ich finde das so schön, aber keiner hält. Oder ich guck mal wieder zu Marionneau. Weil die haben ja die, wie heißen denn die, Urban Decay Eyeliner, die Glitter Eyeliner. Vielleicht gönne ich mal da einen. Ich habe eh noch irgendwo einen Marionneau Gutschein. Ich glaube, ich habe noch irgendwo einen, ich muss den suchen. Dann gönne ich mir so einen Glitter Eyeliner wieder von Urban Decay. Ich habe es schon wieder vergessen, wie es heißt. Ja, ich mag nämlich unbedingt so einen haben. Ich glaube, ich kaufe mir so einen. Ja, ich glaube, so einen gönne ich mir. Dann habe ich den aussortiert, der ist mir nämlich komplett rausgebrochen. Das war ein Essence Lip Liner und da bin ich echt traurig, dass mir der kaputt gegangen ist, weil den mochte ich wirklich gerne. Das war von einer Limited Edition. So sieht er aus, passt auch perfekt zu meinen Nägeln. Ich habe auch viele Lippenstifte, wo der passt hätte, aber der ist mir komplett rausgebrochen. Also da ist nichts mehr drinnen. So viel Pech muss man mal haben. Kann ich also entsorgen, weil, ja, was bringt mir das? Die habe ich aussortiert, weil die abgelaufen ist. Das ist eine Schokomaske von Shames. Werde ich auch entsorgen. Diesmal fliegt viel in den Müll, fällt mir drauf. Aber sieht besser. Sieht besser. So wie der Beauty Blender da. Ich mochte die nie von P2. Niemals. Die waren viel zu hart und haben sie nicht gescheit reinigen lassen. Also ich mag die nicht. Ich mag die überhaupt nicht. Der wird auch in den Müll landen. So wie der Nagellack leider. Es piepst, aber ich sehe es nicht. Oder in der Ecke. So wie der Nagellackleiter. Ich wollte ihn unbedingt lackieren, weil ich finde die Farbe wunderschön. Ich habe den noch sehr, sehr oft benutzt. Das weiß ich noch. Ich habe die mir damals gekauft, wo ich kann nicht mehr reden. Wo sie damals die Nagellacke umgestellt haben, Essence, habe ich mir den damals gekauft. Und ich finde den so schön und er ist leider ausgetrocknet. Ich habe den versucht zu lackieren und man hat richtig gemerkt, dass der... Ich weiß nicht, der lässt sich, also nicht ganz austrocknet, das ist jetzt falsch. Er lässt sich nicht lackieren, er macht so richtige Streifen. Oh, jetzt tut es mir da wieder weh, ich hoffe, es fängt nicht wieder an zu schneien. ich kann das gar nicht so leicht erklären. Also ich habe ihn versucht zu lackieren und er wird beim Lackieren so richtig zähflüssig, so Kaugummi-mäßig. Finde ich nicht so geil. Finde ich nicht so geil, nein. Und deswegen habe ich ihn jetzt aussortiert. Also so sieht man es leider nicht. Ich will auch keinen Nagel... Oh ja, ein bisschen sieht man es. Oh ja, sieht man das? Ich habe irgendwo so einen Nagellackverdünner noch, aber ich weiß nicht wo. Gib bitte. Moment kurz. Kinder. So. Passt. Ich habe noch irgendwo einen Nagellackverdünner, aber er ist auch so komisch verfärbt da unten. Seht ihr das? Ich weiß nicht. Und ich habe sicher so eine ähnliche Farbe noch, oder? Ja, ich sehe gerade eine von P2, die ist so ähnlich geil. Das heißt, ich muss mir keine Sorgen machen und werde den einfach weghauen. Weil ich habe beim Lackieren gemerkt, damit ich es jetzt richtig ausdrücken kann, dass der oben so Schlieren macht. Und dann wollte ich schnell, also da habe ich den Schnelltrockner-Spray benutzt und wollte dann drüber greifen. Man hat das so richtig abziehen können wie Kaugummi und das war wirklich widerlich. Also der dürfte irgendwas gehabt haben von Anfang an schon leider. So wie der Topcoat hier. Ich mochte ihn, aber ich habe den... Kiko-Nagellack lackiert, den gelben, in dem bin ich urverliebt.
Aber ich konnte ihn jetzt eine Zeit lang nicht mehr sehen, weil ich habe mir die Nägel versucht selber zu machen. Die drei Nägel habe ich mir aufkleben müssen, weil mir das Gel vom Nagel runterbrochen ist. War nicht so geil. Ich kann ja in kein Nagelstudio, weil bei uns in Österreich ist das so, dass du ein negatives Testergebnis brauchst, damit du Nägel machen gehen kannst. Und ich habe nicht testen gehen können. YOLO, oder? Voll geil. Sorry, scheiße, wirklich mal. Sorry, dass ich fluche, aber das geht mir echt am Arsch. Ja. Und deswegen habe ich den jetzt auch aussortiert, weil ich habe den Kiko-Nagellack mit dem... Ich habe den Kiko-Nagellack lackiert. Ich brauche, glaube ich, einen Deutschkurs oder so. Habe den dann drüber und dann hat sich das auch so abzogen. Deswegen kommt das jetzt auch in den Müll. Yay. Was ich nicht verwende, was man nicht mal mehr lesen kann, das war so ein Ansatz-Booster, Dry, Blow, irgendwas, Spray, keine Ahnung. Werde ich einfach weghauen, weil ich es nicht verwende. Ich weiß nicht einmal, welche Marke das war. War das so... Seht ihr das? Kommt im Müll. Ist eh nicht mehr viel drin, glaube ich, aber es kommt einfach weg. Es kommt einfach weg. Oh, langsam kriege ich Hunger. Ich hoffe, mein Bruder gibt Gas mit dem Kochen. Dann habe ich noch... Ich muss mit dem Ähm aufhören. Ich mache schon so lange keine Videos, nicht mehr regelmäßig, dass ich nicht mehr weiß, was ich reden soll oder wie ich es reden soll oder was weiß der Teufel. Ich habe hier Make-up-Proben, die ich aber aussortieren werde. Ich habe da, glaube ich, ein-, zweimal aufgebraucht und die sind mir viel, viel, viel zu dunkel. Ich habe auch jetzt eine Make-up-Probe drauf. Man sieht auch, dass das mir viel zu dunkel ist. Das ist von Clarins eine. Das ist die 03 Litchi. Das Make-up gibt es so nicht mehr, aber ich will es halt aufbrauchen. Ich wollte es eigentlich probieren, aber es ist mir halt wirklich viel zu dunkel. Ich meine, jetzt ist es eh wurscht. Ich gebe dann später vielleicht die Maske drauf. Da ist es dann sowieso scheißegal, wie ich dann drunter ausschaue. Jetzt habe ich mir nur gedacht, okay, fürs Video tust du es mit einem anderen Make-up mischen. Aber es funktioniert nicht so ganz. Und deswegen... Irgendwie ist heute der Wurm drinnen. Ich habe das hier aussortiert. Das wollte ich sagen, aufbraucht. Nein. Ich habe es ja gesehen, dass ich den Lancaster Sonnenschutzspray aufgebraucht habe und habe dann das im Badezimmer stehen gehabt, weil ich einen Lichtschutzfaktor drunter haben wollte. Aber das hier lässt sich überhaupt nicht auf der Haut verteilen. Ich habe es heute wieder probiert. Jetzt kriege ich Schluck auf. Bin richtig genervt, man merkt es kaum, oder? jo. Aber ich finde, das lässt sich überhaupt nicht gut auf der Haut verteilen. Ich werde es halt meiner Schwester geben. Ich weiß nicht, ob sie es verwenden wird, aber ich gebe es ihr mal. Dann habe ich zwei Augenpflegeprodukte. Das ist fast leer, aber ich kann es nicht verwenden. Das ist von Biotherm diese Blue Therapy Augencreme. Ich kann sie nicht verwenden. Vielleicht gebe ich sie meiner Schwester auch. Ich hoffe, sie verwendet das. Weil ich kann sie nicht benutzen. Bei mir fängt die wirklich an zu brennen. Das ist aber mit dieser Biotherm, die was ich von der Arbeit mitgenommen habe, mal, das ist schon länger her jetzt, auch genau dasselbe. Und ich glaube, ich vertrage die Biotherm Augenpflegen nicht. Ich meine, die hat sich jetzt schon extrem verfärbt. Die liegt schon lang da drinnen. Die hat sich sehr verfärbt. Ich vertrage keine Augenpflege von Biotherm. Obwohl, ihr wisst ja, Biotherm ist meine absolute Lieblingsmarke, aber irgendwie vertrage ich die nicht. Also irgendwie, die werde ich sowieso entsorgen, weil die war, glaube ich, schon sehr, sehr lange offen und die will ich niemandem irgendwie aufs Auge drücken, wenn sie schon auch so verfärbt ist. Deswegen werde ich die mal wegwerfen, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, ich vertrage echt keine Biotherm-Augenpflege, obwohl eine Augenpflege würde mich extrem interessieren. Die ist auch von dieser Blue Therapy-Serie. Was auch gleichzeitig eine Wimpernpflege ist. Die ist sehr interessant. Irgendwie tut meine Hand extrem weh. Ich bin dann im Juro. Seht ihr das? Weiß nicht, was ich gemacht habe. Katastrophe in letzter Zeit. Ja, das war's. Also, ich muss sagen, es ist eben weniger in letzter Zeit, was ich aussortiere. Ein Duschschaum habe ich auch noch aussortiert. Den habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt, weil den habe ich schon meinem Bruder und meinem Papa rübergegeben, weil der hat bei mir so nach Männerparfum gerochen. Das war sowas von ekelhaft. Ich glaube, ich habe Männerduschgel unabsichtlich verwendet, so hat sich das angefühlt für mich. Deswegen habe ich das auch aussortiert. Also habe ich in irgendein Action Hall mal gezeigt von einem Duschstars, den Duschschaum mit so silberner Verpackung mit so Bären drauf. Also keine Ahnung. Also den habe ich auch aussortiert. Au. Ja. Das war's eigentlich. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin ein bisschen draußen, wie man sieht, oder? Also ich bin echt aus dem Videodrehen raus, leider. Aber egal, darüber soll es nicht gehen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich wollte wirklich kein aufgebrochtes oder Haul schon wieder als erster hochladen. Ich meine, ich drehe die Videos trotzdem jetzt, aber
Oh, ich wollte das nicht als erste hochladen. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr aussortiert habt, was ihr gar nicht mochtet. Also bei mir ist es eindeutig das hier. Also das ist ja, ich meine, es ist gratis gewesen, das steht ja auch groß drauf, aber es ging gar nicht. Also ich glaube, es würde sich auch auf der Haut nicht gut verteilen lassen. Ich probiere es einmal. Dann sehen Sie das, wie, was ich meine. Ja, seht ihr das? Und das ist so weiß. Und das braucht im Gesicht 100.000 Jahre. Ich meine, 1000 Jahre. Bis, seht ihr das? Diesen Weißschleier. Ich hoffe, man sieht das. Also, das ist echt zum Kotzen. Das braucht voll lange, bis das so richtig in der Haut eingearbeitet ist. Ich habe es jetzt nicht oft verwendet, dass ich jetzt behaupten könnte, ich hätte von dem die Pickel bekommen. Aber ich werde es einfach meiner Schwester geben. Weil die wird das für die Kinder, wenn es ein paar Mal die Kinder einschmiert, ist das Ding eh leer, glaube ich. Deswegen, Ladival ist eigentlich eine gute Marke, aber es steht auch da drauf für trockene Haut, aber das ist viel zu viel. Das ist viel, viel, viel zu viel. Viel, viel, viel zu viel. Von dem, ich glaube, weil es eben für trockene Haut ist, mit dem Lichtschutzfaktor brauchen die Sachen ja trotzdem länger, dass sie einziehen, beziehungsweise dass sie nicht einziehen. Diesen Schleier, was ihr hier gerade gesehen habt, da, diesen weißen Schleier, bis das eingearbeitet ist in der Haut, das kommt eigentlich vor, wenn der Lichtschutzfaktor zu hoch ist. Aber da ist es ja 30er und das sollte da eigentlich nicht der Fall sein. Deswegen bin ich ein bisschen verwirrt. Aber okay. Ich habe jetzt da ja noch die von Lancaster, die ich jetzt dann verwenden werde, statt der, das als Lichtschutzfaktor in der Früh, in der Morgenroutine. Weil, ja, die ich auch leer haben will, ganz ehrlich. Und ich hoffe, die macht das nicht. Das könnte man ja gleich einmal testen. Ich hoffe es. Wenn ja, bin ich eh angeschissen. Wenn die das auch macht. Aber ich glaube nicht, weil die habe ich im Sommer eben gern verwendet. Nein, die macht das nicht so extrem. Sie macht es auch, aber lässt sich viel, viel schneller verteilen. Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, man hat es gesehen. Also die ist viel, viel angenehmer als die hier. Ich habe nämlich dann wirklich so im Gesicht noch so einen weißen Schleier gehabt. Das hat echt schlimm ausgeschaut. Deswegen, ja, wird die als nächster verwenden. Muss ich mir dann ins Badezimmer stellen. Ich benutze jetzt nicht so oft Lichtschutzfaktor. Aber man sollte ja auch im Winter einen verwenden. Ich meine, 50 ist jetzt relativ hoch im Winter, aber egal. Dann beende ich mal das Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, was ihr schade fandet, dass ihr es aussortieren musstet. Also bei mir war es auf jeden Fall das da, weil ich finde es irgendwie doof, dass es mit meiner Haut nicht funktioniert. Und den Nagellack finde ich echt blöd. Aber der Rest ist, ja, wenn es austrocknet, trocknet es aus. So wie eben der Eyeliner. Kann man nichts dagegen machen, oder? Aber ich bin froh, dass ich die Sachen jetzt wegschmeißen kann oder in die Tüte für die Celine geben kann. Und dann hat sich das auch wieder erledigt. Dann kann ich wieder von neu anfangen und sammeln. Die Schachtel zeige ich euch lieber nicht, weil die schaut beschissen aus. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!